3,5 Jahre mussten wir gespannt auf ein Urteil warten. Am Ende gibt es die wohl größte Überraschung aller Zeiten. Einige Zeitungen, die immer wieder gegen Arafat in den 114 Prozesstagen feuern und sticheln, betiteln diesen Prozess als den wohl sinnlosesten aller Zeiten in Deutschland. In dieser Zeit wurden viele Aussagen getätigt, Beweise geliefert und Zeugen vorgeladen. Am Ende aber gewinnt nicht etwa der Rapper Bushido, sondern sein Ex-Geschäftspartner Arafat. Denn ihn sprechen die Richter frei. Er kommt mit einer Geldstrafe davon und ins Gefängnis muss er nicht, so wie es Bushido oder seine Ehefrau gerne hätten. Die Aussagen von Anna Maria seien mit Vorsicht zu genießen, wurde vor Gericht betont. Auch an den Aussagen von Bushido gibt es Zweifel. Aus dem Grund wird Arafat freigesprochen in den 4 Hauptpunkten. Diese Nachricht dürfte Bushido überhaupt nicht schmecken. Wie es nun weitergeht, ist unbekannt. Bushido hat sich zu der Nachricht noch nicht geäußert. Außergerichtlich wurden übrigens beide auch nach 114 Prozesstagen nicht einig. Arafat muss nun knapp 80.000 Euro bezahlen, dann ist er für immer befreit von diesem Spuk. Übrigens hat er angekündigt auszupacken, sobald vor Gericht alles geklärt wurde. Eventuell gibt es bald ein XXL-Video von Arafat. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über dieses Urteil und was denkt ihr, wie wird es nun weitergehen zwischen den beiden? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.